Guten Tag bei einem neuen Blick ins Labor, vielleicht der letzte bezüglich Ursachenforschung. Nachdem der Ersatz des Ventilators nichts gebracht hat, habe ich noch zwei Sachen oder drei Sachen gemacht, nämlich dieses IC, dem ich schon nicht getraut habe, habe ich ersetzt, weil der andere Farbe hatte und auch das Datum stimmte nicht. Ich habe den ersetzt durch diesen da. Es ist Datum 90, Dezember 90. Das ist also praktisch von der letzten Serie, die diese ICs gemacht wurden von Tektronix. Hier das, die Innereien, ganz spezielle ICs für dieses Tektronix 2465. Dann habe ich es ersetzt. Ganz eigentlich relativ einfach. Diese vier Schrauben lösen, Mutter lösen, einsetzen, fertig. Und jetzt habe ich das Neue, dann habe ich auch noch einen Kühlkörper auf den U800, der immer wieder als hitzeempfindlich dargestellt wird in verschiedenen Foren. Dann habe ich noch Kosmetik betrieben, ich hatte noch von den Raspberries so ein paar Kühlkörperchen, die habe ich auch noch aufgesetzt, aber das war mehr eine Verzweiflungstat oder ein bisschen Design, als dass ich effektiv Wirkung erwartet hätte. Das war's dann schon. Ich habe jetzt keine guten Ideen mehr, wie ich dem Problem auf die Spur komme. Danke Ihnen für den Blick ins Labor und bis bald bei vielleicht einem erfolgreicheren Thema. Schönen Dank.